Seekrauts. Hallo World of Warships Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekrauts Kanal, dem Portal rund um unser gemeinsames Hobby, nämlich World of Warships. Wir wurden auf Facebook gefragt, ob wir mal ein Tutorial dazu machen könnten, wie man eigene gekaufte MP3 Musik ins Spiel integrieren kann, und das möchten wir hiermit tun. Vielen Dank für die Anfrage. Hier kommt unser Video, unser kleines Tutorial. Also, was braucht ihr zuerst? Ihr braucht natürlich eine MP3-Datei. Und wie das Wort schon sagt, ihr müsst eine MP3-Datei haben. Also achtet darauf, dass ihr keine WAV, keine OGG und was es da nicht alles noch so gibt an Dateiendungen. Es muss ein MP3 sein. Hier, wie es da steht, alles klein geschrieben. Die 3 kann man natürlich nicht klein schreiben, die muss ganz normal da stehen. Zweiter Punkt, auf den ihr achten müsst. Ihr klickt hier auf Details. Und ihr achtet darauf, dass hier bei der Bitrate mindestens eine 128 steht. 128 Kilobit pro Sekunde ist der Mindestwert, den World of Warships braucht, um diese Datei abspielen zu können. Von daher, wir haben hier 224 Kilobit sogar und sind damit auf der ganz sicheren Seite. Wie gehen wir dann weiter vor? Wir navigieren in den World of Warships Ordner bei euch auf dem Rechner. Sind dann hier drin, so sieht es dann ungefähr bei euch aus. Und dann gibt es hier einen Ordner, der nennt sich RES, R-E-S. Klicken wir rein und da drinnen erschaffen wir einen neuen Ordner. Und dieser Ordner lautet User Music. Wichtig ist, dass genau so geschrieben wird. Kleines User, großes M und dann Musik wieder in klein. Das bestätigen wir einfach mit Enter, haben den Ordner dann angelegt. Ziehen die MP3-Datei, das ist wie gesagt nur ein Beispiel, ihr könnt da auch viel mehr MP3-Dateien reinziehen, einfach da in diesen Ordner rein. Ich habe das jetzt einmal als Beispiel genommen, habe mir vor ein paar Jährchen mal zugelegt, die MP3-Datei, oder das Album ist ein ganz netter U-Boot-Film mit moderneren U-Booten. Ja, und gut, dann gehen wir jetzt als Nächste schon ins Spiel rein, klicken hier auf Spiel starten. Ich persönlich spiele A World of Warships eigentlich ohne Musik, also wenn ich nicht im Livestream spiele oder so, dann habe ich in der Regel keine Musik an und kann mich damit besser konzentrieren. Das ist aber nur ein persönliches Empfinden. Außerdem gibt es auch immer wieder Stimmen in der Community, die sagen, ja, ich werde dadurch abgelenkt oder es hat Einfluss auf meine Performance vom Rechner. Ist ganz klar, der Rechner muss zusätzlich Musik abspielen. Wer nicht so einen starken Rechner hat, da kann es schon mal einen Unterschied machen, vielleicht von 2-3 Bildern die Sekunde. Und 60 Bilder wäre natürlich schon wünschenswert bei Wargaming-Spielen. Weil ihr ja am Ende da halt auch ein bisschen, auch wenn es langsamer ist mit World of Warships, aber shootet. Und ja, da machen Bilder dann auch schon mal wieder ein bisschen was aus. Gut, jetzt sind wir gleich im Menü. Ich habe es erfolgreich hier überbrückt, dass wir dann direkt im Menü sind. Ich habe es jetzt schon einmal so eingestellt, dass alles ein bisschen lauter ist, weil ihr nämlich darauf achten müsst. Ihr geht jetzt hier oben auf die Zahnräder, drückt dann auf Einstellungen, geht dann hier auf Ton, auf den Ordner. Und ich habe jetzt hier den allgemeinen Ordner schon mal hochgeschraubt und die Soundeffekte nach unten, damit wir gleich den Unterschied hören. Ja, was müsst ihr als Nächstes machen? Ihr stellt den Musikordner auf voll. Jetzt haben wir hier die normale World of Warships Musik. Und jetzt machen wir hier einen Haken bei eigene Musik. Und sofort fängt die eigene Musik an zu spielen. Das liegt jetzt bei mir daran, dass ich es natürlich vorher ausprobiert habe. In der Regel müsst ihr hier einen Haken reinsetzen, die Musik hier aufdrehen, drückt auf Anwenden. Und danach startet ihr, steht hier auch, starten Sie den Spieleklient neu, um die Änderung wirksam zu machen. Ja, wir drücken dann auf OK. Beenden das Spiel. Und jetzt startet ihr das Spiel erneut. Einfach wieder raufklicken. Wir machen hier ein ganz ausführliches Tutorial, dass man auch alles wahrnimmt. Wir haben jetzt hier schon die Patch-Version 0.7.9.1, also nur zur Information. Habt ihr eine spätere Version, ist es nicht hundertprozentig sicher, dass das weiter so funktionieren wird, dass das eventuell immer geändert wird. Ist selbst das unwahrscheinlich, aber ihr hört jetzt schon, noch bevor der Login-Bildschirm ist, es kommt schon die eigene Musik. Wenn das passiert, dann wisst ihr Bescheid, dass alles vernünftig funktioniert hat. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein von diesem Tutorial. Wir haben euch jetzt hier gezeigt, welche MP3 ist erforderlich, auf welche Dateiendung müsst ihr achten, MP3 eben, wo in den Optionen müsst ihr die Haken setzen und natürlich den Musikregler ganz nach oben stellen, genauso wie die allgemeinen Einstellungen. Das könnt ihr danach belieben anpassen, aber dass ihr erstmal wahrnehmt, ob eure Musik überhaupt ja, abgespielt wird. Ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen was gebracht hat, dass ihr vielleicht selber jetzt nochmal ein bisschen rumexperimentieren könnt und ihr
den Weg findet, um eure eigene Musik hier reinzubringen. Wenn es euch geholfen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und mir natürlich einen Daumen nach oben da lasst. Das wäre sehr, sehr lieb von euch. Ein bisschen Zeit hat man ja trotzdem da rein investiert. Und ja, das ist das, was ihr mir zurückgeben könnt. Ne? Dann habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Secrets Team, euer Marara. Ciao, ciao. Secrets.